So, hallo Freunde der Nacht, beantworte hier mal wieder ein Dating-Mail. Könnt ihr auch stellen, beantworte mal auf liebeschiff.de, guckt ihr euch gerne mal die Kurse an, guckt nicht nur die Videos, arbeitet auch an euch. Sind schon Tausende in meinem Programm gewesen und ja, schaut es euch gerne mal an. Ja, diesmal von Karl Lovskolov und hallo Chris, es geht um Ambivalenz in einer bestehenden Beziehung, 1,5 Jahre. Ich Ende 30 habe, also es wird wieder ziemlich krass, ist auch gleich vorab. Ich möchte jetzt niemand anträgern, der mit Sexualität Schwierigkeiten hat, aber ja, wisst ja, ich lese es immer so ein bisschen flockig vor, diese Sachen, aber naja, ich versuche das mal so gut es geht rüberzubringen. Meine Freundin Anfang 30 vor 4 Jahren im Verein kennengelernt, fand sie auf einmal sympathisch. Sie ist eine objektiv sehr hübsche Frau. Betont das sehr, man sollte es nicht zu wichtig nehmen, ne? Wir flirteten, was von ihr ausging, teilweise sehr explizit, ich fand es schön. Als sie nach Hause fuhr, Klammern, sie war vergeben, war die Stimmung sehr knisternd und ich dachte gleich, küsse ich sie, wenn wir anhalten. Sowas passiert natürlich ständig. Man muss sich natürlich immer fragen, wie das so um Loyalität bestellt ist. Meiner Ansicht nach die wichtigste Eigenschaft in der Frau. Aber gut, natürlich gibt's Beziehungswechsel und naja. Dann passierte unmittelbar was mir bis heute Kopfschmerzen bereitet. Sie ist emotional abgestorben, wurde still, zurückhaltend, passiv, abweisend. Gut, hier will ich jetzt noch sagen, sie hat ja auch einen Freund, ne? Was soll sie machen? Teilweise logisch, wenn wir gleich vor ihrer gemeinsamen Wohnung stehen oder fühlt sie bestimmt nicht wohl. Ja, das würde ich jetzt auch so sehen. Ein anderes Mal kam sie mit einem zu einem externen Event im Auto, wollte aber für mich absolut grundlos mit dem Zug alleine wieder zurückfahren. Fand beides eigenartig. Naja, also du. Also flirtest du hier mit einer vergebenen Frau, ne? Also das finde ich alles so noch angemessen, muss ich wirklich sagen, ne? Habe ich dann von ihr distanziert, ja, okay, hat sich alles okay angefühlt, ich kann ja nicht jede Frau kriegen. Zudem habe ich objektiv mein Bestes getan, wir schrieben ja auch ab und zu. Na okay, kommt das Thema Loyalität wieder auf, scheinbar doch nicht so loyal. Vor 1,5 Jahren flirteten wieder, diesmal ruhiger, schöner, tiefer, über mehrere Wochen irgendwann gab sie zu, dass sie wieder Single ist. Ich habe die Chance ergriffen und sie ausgeführt. Naja, du bist hier die Ersatzbank gewesen, ne? Und ich würde das nicht mitmachen. Also ich würde sagen, melde dich, wenn du wieder Single bist. Und es ist auch nicht loyal ihrem Freund gegenüber, ne? Also weil das kann dir jetzt egal sein, aber ist ja auch jemand, den du jetzt datest, dem du jetzt zusammen bist. Also möchtest du, dass sie auch so einen Kumpel an der Seite hat, auf den sie zurückgreifen kann, wenn es mit euch nicht läuft? Just saying, ne? Gleich am ersten Date gab es schon lange Küsse. Wir kamen einige Wochen und Date wieder zusammen. Ich habe explizit gewartet, dass sie fragt, was ist das zwischen uns? Ja, sie und mein Datingkurs. Bin cool geblieben und frage sie, was sie möchte, dass es wird. Ich bin offen. Nach 1 bis 2 Wochen Bedenkzeit gab sie unsere Beziehung öffentlich bekannt. Überraschend ihr Zögern und Unbehagen, weil ich habe im Verein und im Berufs- und Privatleben ein sehr gutes Ansehen und Beliebtheit. Ja, gut, ich denke mal, du willst hier so auf soll ich mal sagen, so Bindungsvermeidung, Bindungsnähevermeidungsprobleme raus, was gut sein kann, wenn das so weitergeht. Dann lief es aber, wir haben gegenseitig auf ihren Vorschlag die Familie und Freunde vorgestellt. Sie hat mich 3 Monate auf Sex warten lassen. Also für mich wäre das ganz persönlich eine Red Flag. Das heißt jetzt aber nicht, dass jemand das nicht machen darf oder so, ne? Aber für mich wäre es auch nicht, dass der böse ist oder verstehe mich da jetzt nicht falsch. Ich würde daraus mich, also nicht, dass man auch mal warten kann, aber so, aber 3 Monate, also ich würde da für mich rausziehen, da ist jemand sehr kompliziert und das muss man ja gar nicht werten, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, will ich gar nicht retten, will ich gar nicht mich auch auseinandersetzen, ist mir zu kompliziert, ne? Dann alles gut, dann lassen wir es, ne? Also das. Also offensichtlich findest du sie super hot, aber habe ich von meinem Dating-Coach auch immer so gelernt. Also es ist, entweder sie will nicht, also ist nicht richtig verliebt,
Oder er hat es immer so structured genannt, also strukturiert, also das, ja, es soll jetzt auch gar nicht negativ klingen, also dass man so ganz viele Regeln hat und Issues hat und was, wie gesagt, völlig in Ordnung ist, nur das Problem ist halt, dass man sich damit immer auseinandersetzen muss und dass es ja einen irgendwann selber anträgert, ne, wenn man immer eine Mauer hat, ja. Also wir sehen schon, in welche Richtung das geht. Gab aber reichlich Küssen und Fummeln. Ich habe wieder das Gefühl, dass irgendwas unstimmig, allerdings dachte ich, sie verdient etwas Geduld. Wir mussten uns auch vorher auf sexuell übertragbare Infektionen testen, auf ihr Verlangen. Was total in Ordnung ist. Sie hat mit dem Termin wochenlang gezögert. Also, ja. Offensichtlich, und das ist ihr gutes Recht, sage ich nochmal, ist ihr damit unwohl. Ist nur die Frage, ob man sich damit auseinandersetzen müsste, so, ne, als Mann, ne, und ob man nicht einfach sagt, oh, das wird glaube ich, hier schon so kompliziert. Lassen wir es lieber, ne. Heute würde ich es anders machen, nicht so lange warten. Ja. Wir sehen uns regelmäßig, 1 bis 3 Mal die Woche. Wenn wir mehr Zeit zusammen verbringen, wird es hier unheimlich. Okay, sehen weiter, in welche Richtung das geht. Schon auf dem 3. Tag sucht sie mehr Distanz, wird müde. Das ist ja auch so ein Bindungsangstsymptom, von dem man ganz selten liest, witzigerweise. Ich kenne mich auch, dass dann Dates so unfassbar müde werden. Dann geht so gar nichts, man kann gar nichts machen. Und aber sobald es mit einer Freundin losgeht oder so, dann ist die Müdigkeit weg und lenkt sich sonst irgendwie ab. Die schlimmere Alternative, nach einigen tollen Tagen Urlaub zusammen, schon 2 Mal passiert, kommt kurze Zeit später eine Distanzierungsgeste, irgendwas wird abgesagt und reduziert. Ja, nicht so schön. Wir hatten eine Zeit lang versucht, eine Woche pro Monat zusammen bei mir zu leben. Nach dem 3. Mal kamen wir weiter mal, obwohl es ganz gut lief. Ja, das ist das Maximum für sie wahrscheinlich, ne? Was Sex angeht, hat sie mich erneut überrascht, nachdem sie angab, sie hätte wegen niedrigem Sexdrive diverse Pillen und Spiralen ausprobiert. Bin kein Arzt, kann ja nichts zu sagen. Mussten wir angeblich zwingend auf Kondome setzen, sagte sie etwas verstört. Ist zwar legitim, hat mich doch noch gestört. In meiner Meinung war in dem Moment auch egal. Sie war sehr an sich verkrampft. Also natürlich kann sie sagen, hey, du sollst für die Verhütung sorgen. Aber ich vermute, du willst darauf hinaus, dass es immer mehr Widerstände gibt, ne? Dazu kam es aber gar nicht, denn viele Wochen später kam eine weitere Überraschung. Auslöser, mehrere Mal hat sie mitten im Vorspiel aufgehört, wollte schlafen oder mich sonst wie ablenken. In einzelnen Fällen unbedenklich, doch bald wurde ich unruhig. Dann platzte es aus ihr heraus, emotional mit vielen Tränen. Sie will keine konventionelle Penetration. Ansonsten lieber Oral- oder Handjobs. Grundschlechte Erfahrung mit ihrem Ex, teilweise Schmerzen mit ihm und Sorge vor ungeplanter Schwangerschaft. Das kann man, glaube ich, als Gegenüber gar nicht aus, weil du bist nicht ihr Therapeut, weißt du, das kannst du gar nicht ausbaldowern. Ist ja auch nicht so, dass ihr jetzt 10 Jahre zusammen seid und dann kommen irgendwie Sachen auf und man geht mit dem Partner durch irgendwelche, meinetwegen, Probleme, Krankheiten durch. Das ist ja alles hier nicht der Fall, so, ne? Also warum, frage ich dich jetzt, willst du dir das antun, willst du sie retten? Weil das sind ja schon, also steht ja alles, ich sag's nochmal, steht ja alles zu. Sie muss auf ihren Körper achten, was sie dem zumuten will und was nicht. Aber wenn du jetzt nicht dein Leben lang, also man sieht ja schon, dass es ja auch immer mehr wird, ne? Also insofern wird das sowieso nicht funktionieren, denke ich. Aber selbst wenn, willst du dein Leben lang jetzt nur Oralsex haben und keine Ahnung, wenn das dann Ding ist. Aber was man schon sieht, dass es wahrscheinlich die Blocks immer mehr werden, ne? Dazu hätte sie noch nie einen Orgasmus mit einem Mann und ihre Motivation in diese Richtung zu gehen sei null, denn Sex lohnt sich für sie nicht. Also ich frage mich auch, ob sie so richtig verknallt ist, sage ich ganz ehrlich. Aber nicht, dass jede Frau, die verknallt ist, nicht auch trotzdem sagen kann, ich bin einfach nicht so ein Sextyp. Das gibt es natürlich, ne? Gibt auch Leute, die brauchen einfach keinen Sex. Wiederum ist so die Frage, ist das das Richtige für dich, ne? Das war bis heute das Schockierendste, habe es am Anfang sehr persönlich genommen. Bisher hatten die Frauen in meinem Leben einen sehr guten Sexdrive. Ja, dann date doch eine andere, ne? So läuft es halt bis heute. Was beim Bettsport läuft, ist relativ gut. Allerdings war ich immer verkrampft und generell unvorhersehbar, ob er stattfindet, wie weit wir gehen. Ja, gut, das alleine, aber wirkt ja so, als wenn er immer, also als wenn sie blockiert, ne? Also auch emotional blockiert, ne?
Wenn ich den Bettsport initiiere, muss ich häufig mit Freezes rechnen. Ja, Freezes haben ja häufig Menschen, die vielleicht, wissen wir nicht, traumatische Erfahrungen gemacht haben. Wie gesagt, schlimm genug, dass es so ist. Ich will das auch jetzt gar nicht lustig reden. Nur nochmal, du bist nicht ihr Therapeut, ne? Also, kannst du damit umgehen, kannst du nicht mit umgehen. Und die Frage ist auch immer, was ist jetzt so ein richtiger Freeze und was ist Bindungsangst? Also was ist jetzt so, ah, ich weiß nicht, ich will das alles gar nicht und ich will dich von mir fernhalten, was ja, wie wir wissen, leicht Verlustangst, Liebessucht auslöst. Ist das für dich das Richtige, ne? Die Techniken, die abgesprochen sind, praktizieren wir ja mal mehr, mal weniger, mit Vorsicht und Experimenten ab und zu. Ich könnte mehr vertragen, aber es passt schon. Nun stehe ich da und fühle mich etwas ratlos. Die Beziehung ist tief, emotional, sehr schön. Die höchste Qualität und Intensität mit geringster Toxizität. Laut deinem Test unter der Grenze zu toxisch. Weiß es nicht, ob welchen Test da, aber es gibt auf meiner Webseite so ein paar Tests. Es ist nicht toxisch, aber es könnte eine bindungsängstliche Beziehung sein und das kann einen auch sehr abfacken, ne? Wir schreiben jeden Tag mehrmals. Ich bin mit meiner Entwicklung in den letzten 10 Jahren mega zufrieden und stolz nach langjähriger Dramabeziehung, dann eine Narzisstin, dann lauwarm Online-Dates. Steigert sich die Qualität meiner Beziehung spürbar, das feiere ich und danke auch für deine Hilfe aktuell. Also du hast natürlich so einen typischen Liebeship-Weg von vielleicht super toxischen, vielleicht narzisstischen Beziehungen zu so eine Station von vielleicht bindungsängstlichen Beziehungen, ne? Die dann nicht mehr so manipulativ sind, aber auch tief in emotionale Probleme stürzen können. Das kann man natürlich nicht. Deine Gefühle sind natürlich deine Sache. Aber also mir wäre das zu kompliziert, so aus heutiger Sicht. Früher hätte ich sowas wahrscheinlich auch gemacht. Aktuell bin ich etwas an meinen Grenzen, wünsche mir, mit dieser Frau weiterzukommen, anstatt sie nexten zu müssen. Aber warum bist du jetzt hier so dran? Also willst du sie irgendwie knacken? Ist das dein Ego? Ist Mami schon so ein bisschen hinterhergelaufen? Also das, ich weiß, das nervt immer, sich das immer wieder anzugucken, aber schon die Frage, warum du es unbedingt mit der willst, so, ne? Mehr kann sie dir vielleicht nicht geben, so, ne? Wir sind so weit gekommen und ich liebe sie, keine Sorge, sie heilen oder krass verändern will ich nicht. Ich weiß, dass es ihr Job ist, wenn überhaupt. Ja, aber was ist dann die Lösung, ne? Ich meine, klar, ihr könnt vielleicht hier so eine, wie heißt das, Sextherapie machen, das könnte man ausprobieren. Nur deine Bedürfnisse werden ja nicht erfüllt, scheinbar kann sie nicht mehr geben und da muss man halt gucken, kann man da noch was aushandeln? Also man muss schon dranbleiben, ne? Oder eben nicht so, ne? Und da jetzt einfach zu sagen, das ist jetzt so, da wäre ich echt vorsichtig, ne? Rechtzeitig würde zusammenziehen aktuell fraglich funktionieren. Oder ich vermute mal, du meinst nicht funktionieren. Ja. Ich meine, dass das überhaupt so lange funktioniert, 1,5 Jahre, finde ich schon echt erstaunlich, muss ich sagen. Wegen mittelmäßiger Motivation und Freezes von ihrer Seite. Ich würde sie mal fragen oder überlegen, wie verliebt ist sie eigentlich? Wie sehr liebt sie dich, ne? Ich bin für Kinder, ja, die werden über Oral-Sex nicht entstehen und über Handjobs auch nicht. Sie ist hier unentschlossen und nimmt Geschwindigkeit. Warum willst du denn mit jemandem, wo es so viele Probleme gibt, Kinder haben? Also ich sehe deinen ganzen Weg, den du schon weitergekommen bist, aber ist das jetzt Station, auf der du wirklich bleiben willst? Frage mich, ob ich mit Geduld weiterkomme. Na, also wenn das nach 1,5 Jahren noch so ist, also sich von selbst, ne? Ich glaube, da müsste man schon, ja, vielleicht, wie gesagt, Sextherapie machen oder irgendwie sowas in die Richtung. Weil dass es jetzt so von selber besser wird. Bisher hat es funktioniert, nur ich merke, dass jeder Schritt immer schwieriger und riskanter wird. Sie ist kaum explosiv, aber arbeitet mit kalter Aggression und Abgrenzung, wenn es jetzt zu viel oder unheimlich wird. Hast du nicht eben gesagt, das wäre nicht toxisch? Okay. Das findest du jetzt nicht toxisch. Hast du da vielleicht ein bisschen verklärten Blick auf die Frau? Also ich verstehe ja, das ist frustrierend. Ich weiß, man kommt immer nur einen Schritt weiter, einen nach dem anderen. Aber das war bei mir genauso. Also das ist, ich will das auch gar nicht werten, mit denen ich früher zusammen war. Das war mein Weg. Aber ich kenne das auch. Dann denkt man so, ah, jetzt habe ich es gerafft. Und dann
nächste Lektion und ja, und auf eine Art hören die Lektionen ja auch nicht auf im Leben so. Ich denke, die werden immer weitergehen. Deswegen ist das, meinst du, das ist eine Lektion, von der du noch viel lernen kannst? Also die Frage würde ich mir mal stellen und nicht so viel, immer, das ist immer das Problem hier auf meinem Kanal, dass man, kenne ich auch, zu sehr auf Veränderung setzt, ne? Menschen können eine bessere Version ihrer selbst werden, aber so grundsätzlich verändern, schwierig, ne? Passiert sehr selten, würde ich mal sagen. In diesem Sinne, was denkt ihr, Schutz? Schreibt es gerne in die Kommentare. Genau, wir testen gerade so eine neue Leadership-Community. Ich werde wahrscheinlich diese Facebook-Gruppe löschen. Das ist mir einfach zu viel, so wo ich überall einen Blick drauf haben muss. Und könnt ihr das mal gucken, habe ich auf Instagram haben wir das verlinkt und auch in so einem YouTube-Beitrag hier. Und wenn ihr das nicht findet, dann schreibt gerne mal Support Leadership. Macht die folgenden Kurse. Was denkt ihr dazu? Lasst mir gerne ein Abo da. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.